Hallo Freunde, ihr seht das selbst. Ich habe hier diesen Steel Pro der Marke Bestway in einer angenehmen Größe. Zusätzlich habe ich ja schon ganz viele Videos bezüglich des Lazy Spa Miami gemacht. Und in Sachen Wassermenge ist das natürlich eine ganz andere Hausnummer. Hier haben wir über 6000 Liter, also 6 Kubikmeter Wasser drin. Und ihr seht das jetzt schon, diese kleine Standardpumpe, die es im Set gibt. Ihr seht einfach hier an der Menge, die rauskommt, es wird einfach nicht genügend gefiltert. Das heißt, es wird nicht genügend unten links angesaugt und tatsächlich kommt dann oben auch zu wenig raus. Man hat bei diesen Art der Filter auch ganz viele Probleme, und zwar nämlich der täglichen Reinigung. Tatsächlich muss man diese nämlich täglich reinigen, also diese Filter. Das heißt, man muss seine Anlage hochstellen. Ich hatte die ja auf so einem Brett hier montiert, mache dann hier oben sein Deckelchen auf. Ihr seht, es geht hier gleich das Wasser weg. Das ist ja eine Pumpe, die muss unterhalb des Wasserspiegels liegen. Und dann habt ihr hier euren Filter. Und ja, die sind nicht nur recht teuer, sondern auch recht pflegeintensiv. Ich habe da schon mal 2 Short-Videos gemacht, wie ihr die mit einer Zahnbürste reinigt und in einem Eimer einfach ausschwenkt. Aber sind wir mal ganz ehrlich, das ist einfach zu zeitintensiv. Und mich nervt das. Ihr müsst dann im Anschluss wieder den Deckel drauf machen. Dann müsst ihr hier das runterstellen, das System. Müsst hier oben entlüften, dann wieder einschalten. Ja, und wer das jetzt mal 2 bis 3 Wochen gemacht hat, der kommt da an seine Grenzen. Deswegen jetzt diese Sandfilteranlage. In meinem Fall die Sandfilteranlage, die hier eine Wasserdurchflussrate der Pumpe hat von 3028 Liter. Davon dürft ihr nie ausgehen, denn das ist einfach die Wasserdurchflussrate, die Pumpe hat. Was euch interessiert, ist einfach die Nettoleistung, also die Systemdurchflussrate, wenn ihr die Schläuche angeschlossen habt. Und da liegt das System bei 2062 Liter die Stunde. Das ist zwar nicht viel, reicht aber für meinen knapp 6,5 Kubikmeter Pool aus. Und zusätzlich kann man auch den Bodensauger von Bestway, der an diese Pumpe anschließt, ist, benutzen, weil der funktioniert ab ca. 2000 Liter die Stunde. Ja, betrieben wird das System dann mit diesen Filterbällen. Das sind jetzt hier welche von, ich weiß es gar nicht, müsst ihr mal schauen, das sind hier diese ganz normalen Filterbälle. Man kann das auch hier lesen, und zwar Filtersand oder mit unseren hocheffizienten Polysphere-Filterbällen. Da muss man schauen, wie da die Reinigung läuft. Also Rückspülen ist ja nur mit Sand, mit diesem Quarzsand möglich. Aber hier muss man einfach die Filterbälle sauber machen und kann die alle 2 bis 3 Jahre wechseln. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, was im Set dabei ist. Und dann gehen wir die Anleitung Schritt für Schritt durch. Beziehungsweise ich zeige euch einfach die wichtigsten Sachen, wie man die Pumpe aufbaut. Und dann bin ich selber mal gespannt, wie hier die Leistung ist. Ich würde sagen, wir fangen ganz kurz an. Wir haben jetzt ganz oberflächlich gesehen die Flowcare-Pumpe. Hier ist ein Kabel dabei. Ich schätze mal, das dürfte so 1,50 m, 2 m sein. Genaueres nimmt er einfach der Produktbeschreibung. Ich habe die Pumpe unten in der Infobox verlinkt. Und da ist ein Stecker mit dabei. Natürlich auch wieder hier mit der Leitung, mit der Absicherung. Und da müsst ihr schauen, wenn ihr eine Zeitschaltuhr reinschaltet, gehe ich davon aus, dass die Sicherung hier rausgeht. Und ihr müsstet das wie beim Lazy Spa dann erneut reinmachen. Das weiß ich aber noch nicht, das klären wir später. Dann habt ihr hier auf der anderen Seite einfach den Anschluss, ich glaube für B ist es, der saugt an, Schlauchstelle und die Flügelschraube. Und hier haben wir den Ausgang, die praktisch diese Flügel und diese Sicherung, das ist alles aus Kunststoff. Manche nehmen da diese Metall, aber ich denke mal für die Schläuche und für den Anschluss reicht das vollkommen. Was hier noch mit dabei ist, ist der Shem Connect. Den könnt ihr alternativ dann hier draufschrauben. Wie das geht, ihr nehmt einfach hier dieses Gegenstück ab. Das kommt ja in den Schlauch und wird durchgeführt. Und dann schraubt ihr hier euren Shem Connect drauf. Wenn ihr natürlich so einen Schwimmer habt mit eurem Chlor drin, braucht ihr das nicht wirklich. Aber es ist mit dabei und das ist manchmal ganz hilfreich. Dann haben wir hier ein Rohr. Ich gehe stark davon aus, dass hier steht Minimum und Maximum, das für den Sand ist. Da muss ich aber erstmal mich einlesen. Dann haben wir einen Verbindungsschlauch und natürlich hinten habe ich schon hingelegt diese großen Schläuche. Und ich werde natürlich die neuen Schläuche benutzen, weil die alten sehen schon leicht braun aus, weil wie gesagt einfach diese Filterleistung nicht ausgereicht hat. Was man zusätzlich noch braucht, ist hier so einen großen Kreuzschlitzschraubendreher. Wenn ihr den Ring hier oben wegmacht, rate ich euch, macht eine auf der einen Seite richtig raus, dreht die Mutter drauf, damit die nicht verloren geht. Dann könnt ihr das so abziehen, ja, und dann habt ihr diesen Ring in der Hand.
Und zusätzlich nehme ich mir noch so ein bisschen von dem OKS Multisilikonfett, denn egal, ob das hier diese Dichtungen an den Anschlüssen sind oder hier oben, ja, das ist Gummi, das muss man hin und wieder auch mal schmieren. Dann haben wir den Deckel und was haben wir hier drin? Das ist sozusagen die obere Einheit. Ja, das ist dieser Wählhebel, 2, 4, 6 Stufen haben wir hier. Wir drücken den runter und verstellen dann unser System, das wir haben möchten. Ich denke, das darf man trocken benutzen. Das dürfte hier nichts ausmachen. Wir haben überall noch Kartonage dran. Hier haben wir unseren Druckthermostat. Nicht Thermostat, sondern einfach die Druckuhr. Da sehen wir hier 0,2, 0,4, 0,6 Bar und auch PSIs angegeben. Ja, also das ist hier. Hier haben wir wie üblich die ganzen Bezeichnungen, also D, C und hier haben wir A. Das heißt, wir können uns dann die Anschlüsse einfach raussuchen, wie die übereinstimmen. Und hier haben wir noch Anschlüsse. Da muss ich noch schauen, wo die hingehören. Das entnehme ich jetzt gleich mal der Bedienungsanleitung. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir schon an den Abbau der alten Pumpe und an den Einbau der neuen Flowcare. Und ich nehme euch so ein bisschen mit und zeige euch mal, worauf man so achten muss. Menge zusammenzubauen, denn es gibt einfach noch Teile, die nicht vormontiert sind und die mache ich jetzt Schritt für Schritt mit euch und ich erkläre nicht zu allem was, denn meistens ist es einfach nur zum Anschrauben, aber damit ihr das seht, wie man das eins zusammensetzt, mache ich jetzt einfach so ein paar Zusammenschnitte. Ich muss selbst erstmal schauen, es ist ja meine erste Sandfilteranlage und gehen wir mal gemeinsam auf den Weg, ja, bis wir dann hier alles fertig zusammengebaut haben und können die Filterbälle reinmachen. So Freunde, dann könnt ihr gleich zum Zusammenbau gehen, aber vorher noch mal zum Verständnis ein paar kleine Hinweise und Tipps.
Wir haben ja jetzt hier zwei Schläuche, die abgehen. Hier oben der obere Punkt, das ist A. Das geht im Nachhinein auf euren Ausfluss, wo ihr diesen ChemConnect drauf machen könnt, also A an eurem Pool, die Kennzeichen A. Und hier unten haben wir den Ansauger, der liegt tief, deswegen ja auch der Wasserspiegel über der Pumpe. Das ist der B, der geht dann zum Ansaugen. Und dann haben wir hier unten den Anschalter und jetzt gucken wir uns noch die beiden anderen Anschlüsse an, beziehungsweise wir haben insgesamt noch drei. Hier jetzt von der hinteren Seite nochmal beleuchtet, da haben wir hier oben den Anschluss C. Der geht unten auf unserem Anschluss C, das ist dieses kleine Rohr, was wir hier haben. Und ihr habt ja gesehen, ich habe überall dieses OKS-Silikonfett drauf. Da geht einfach der Schlauch besser drüber und man läuft nicht Gefahr, dass man sich hier diese O-Ringe schon verschiebt. Und das hat sich bei mir so herauskristallisiert bei allen Maschinen, ob das jetzt bei Kaffeemaschinen ist, Kaffeevollautomaten oder jetzt bei sowas. Tut jetzt nichts zur Sache, denn wir haben hier noch den Anschluss D. Der Anschluss D ist für das Rückspülen, soweit ich das mitbekommen habe, wenn wir unseren Filtersand nehmen. Aber ich habe ja die Bälle und dann können wir alternativ das hier draufsetzen. Da können wir einen ganz normalen Wasserschlauch anschließen. Wir haben ja nicht immer direkt neben dem Schwimmbad Platz, wo das Wasser abläuft. Da können wir dann einen Gartenschlauch dran machen und das in den Eimer spülen, wo wir das hinhaben möchten. Aber ich habe jetzt hier eine Dichtung drunter gesetzt, die sind ja bei allen drunter, und habe das verschlossen. Die Schläuche sind ziemlich lang und ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr die Pumpe direkt neben den Whirlpool, wollte ich schon sagen, direkt neben den Steel Pro oder einen anderen großen Pool legt, dann könnt ihr das hier nochmal durchschneiden. Das heißt, ihr habt hier diese Wulst, die drüber geht, und könnt das hier abtrennen. Dann habt ihr praktisch hier so einen vollwertigen Anschluss. Es ist natürlich die Frage, wie euch die Lautstärke stört. Bei mir kommt diese Pumpe noch in so eine Wassertonne. Das zeige ich euch aber zum Schluss. Ja, und dann haben wir jetzt hier unseren A-Anschluss. Wir erinnern uns, das war derjenige, der sozusagen oben liegt. Und der B-Anschluss, der kommt dann hier hinten hin an den Ansaugapparat. Und das würde ich jetzt sagen, nehmen wir uns mal vor. Freunde, wenn ihr das jetzt gemacht habt, so wie ich das gemacht habt, und ihr hattet vergessen, hier oben auf das X zu stellen, dann ist euch jetzt sehr wahrscheinlich das komplette Wasser in den Behälter reingelaufen. Denn das ist äußerst wichtig, stellt euch den Hebel vorher auf X. Und dann habt ihr jetzt unterbrochen die Wasserleitung, die jetzt praktisch von unten hier oben reinkommt und ja, euch das Wasser durchfiltern möchte, beziehungsweise dass der Behälter nicht vollläuft. Das ist ganz wichtig. Wir haben ja jetzt noch keine Filterbälle drin und da müssen wir jetzt mal ganz kurz in die Bedienungsanleitung schauen, denn hier ist es eine Umrechnung, wie viel von diesen Filterbällen wir benötigen, wenn wir den Sand weglassen. Es wird ja hier fleißig herumdiskutiert, wie viel von diesen Bällen man benötigt. Die sind jetzt hier eingeschweißt und zwar steht hier, verwenden Sie ausschließlich Kalk- oder lehmfreien Spezialfiltersand für Pools. Quarzsand 0,45 bis 0,85 mm circa, ein Sack zu 8,5 Kilo sollte ausreichen. Ja, das ist eine tolle Angabe. Wenn Sie keinen Filtersand in der empfohlenen Größe verwenden, reduziert sich die Filterleistung und der Sandfilter kann beschädigt werden, wobei es zu einem Garantieverlust kommt. Also darauf achten. Und jetzt hat man hier noch den Hinweis, füllen Sie dann etwas Wasser in den unteren Tank, um den Reiniger in die Kollektornarbe einzutauchen. Okay, das ist jetzt für uns nicht so wichtig, denn Filtersand Flow Clear Folisphere ist nicht enthalten. Hinweis, verwenden Sie 28 Gramm 0,06 LBS Flow Clear Polysphere als Ersatz für 1 Kilo Filtersand. Wir erinnern uns, 8,5 Kilo mal 28 Gramm ergibt summa summarum 238 Gramm Filterbälle. Und das müssen wir jetzt mal schauen. Hier steht ja, reduziert sich die Filterleistung.
in der Größe verwenden. Wir müssen natürlich schauen. Ich bin jetzt gespannt, wie weit gefüllt dieser Behälter ist. Ansonsten werde ich ein paar mehr reinmachen. Aber wie gesagt, 8,5 mal 28 Gramm ergibt bei mir knappe 240 Gramm. Und die messen wir jetzt einfach mal ab mit der Hauswaage oder mit der Küchenwaage. Dann schauen wir mal hier, wie viel das ist. Wir gehen auf Tara und müssen jetzt erstmal den Sack hier aufschneiden. Einfach so ein bisschen am Rand und dann dürfte sich hier das Volumen auch schnell vergrößern. Das ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass man es leicht verpacken möchte. Also wir haben jetzt 0 Gramm. Ja, ihr seht schon 35, da geht ein bisschen was, 60. Was habe ich hier? 700 Gramm. Das heißt, wir könnten effektiv gesehen immer zwei im Wechsel haben. 179, was hatten wir gesagt? 240. Schauen wir mal, 226, der ist runtergefallen, 225, 34, 240 genau. Das müsste reinkommen und da schauen wir uns mal an, wie das aussieht. Ich habe den Deckel wieder geöffnet und wir verteilen jetzt mal unsere Filterbälle, die ich abgemessen habe. Tatsächlich sind das nicht viel, ja, ihr seht das, aber es steht tatsächlich so in der Anleitung drin. Und ich denke, ich werde mich jetzt einfach mal an die Anleitung halten und ja, das so benutzen, wie das hier drin steht. Ich denke, manche habe ich, glaube ich, schon gesehen, die das komplett vollknallen. Aber sonst würde ja nicht hier drin stehen. Ich werde das jetzt nochmal durchlesen, wie das hier steht, dass man diese Umrechnung hat. Das wäre ja dann fatal. Also, verwenden Sie 28 Gramm Flowcare Folisphäre als Ersatz für 1 Kilo Filtersand. Und 8,5 sollte ausreichen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das Deckelchen zu und dann müssen wir noch entlüften. Ich denke, ich muss hier nicht erwähnen, dass man die festzieht und nicht abreißt. Und wenn es geht, einigermaßen gleichmäßig. Man sieht hier auch immer den Rand, der überlappt. Wenn es natürlich auf der einen Seite übersteht und dann kann es sein, dass die Dichtung nicht sitzt. Und das ist undicht. Tatsächlich habe ich jetzt noch mal geschaut bezüglich der Filterbälle und in anderen Videos wurde auch die Menge so in etwa eingegeben, wie ich das gemacht habe. Wir sind ja jetzt auf X, haben somit alles zusammen und jetzt muss ich entlüften. Und entlüften steht in der Anleitung, dass wir hier tatsächlich nur unseren Hebel nach oben machen. Aber ich muss hier noch unseren, ich glaube D war es, öffnen, damit ich sehe, wann hier Wasser rausschießt. Und ich denke mal, zur Minimierung werde ich eventuell das hier draufsetzen, damit hier nicht ganz so viel Wasser irgendwo hin spritzt. So, und dann nehme ich mir einfach mal einen Eimer, wo jetzt momentan meine restlichen Filter drin sind. Und wie gesagt, wir drücken jetzt mal und warten, bis hier Wasser rauskommt. Das heißt, ich denke, dass jetzt komplett durchgespült wird durch den Wasserdruck. Ich sehe auch hier durch den Schlauch, dass Wasser reingeht. Und das müsste ja jetzt tatsächlich auch in den Behälter reinfließen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und müsste irgendwann, wenn das Wasser oben angekommen ist, an dem Punkt D hier rauskommen. So viel zur Theorie. Ich bin gespannt, ob es denn in der Praxis auch funktioniert. Also ich habe jetzt noch mal hier Ablassen der Luft, den Hebel des Regelventils nach unten drücken und warten, bis Wasser aus Anschluss D fließt, um die Luft abzulassen. Bin mir jetzt nicht ganz so sicher, ob hier noch was fließt. Tatsächlich hat sich jetzt hier innen drin Wasser abgesetzt. Also ihr seht das, das läuft nicht raus. Aber ich denke, das soll es auch gar nicht. Es muss ja nur gewährleistet sein, dass die Luft draußen ist. Ich weiß auch tatsächlich nicht, wie sich das verhält. Es steht ja nicht, dass man die Pumpe einschalten soll hier. Sondern Hinweis, es ist wichtig, diesen Vorgang jedes Mal zu wiederholen, wenn Sie die Pumpe starten. Nachdem sie winterfest gemacht, gewartet oder das Sandbett zurückgespült wurde. Ah ja, also das heißt, muss ich es, wenn die Pumpe gestartet ist, machen oder wenn ich sie noch nicht gestartet habe? Das ist interessant. Dann würde ich sagen, starten wir mal die Pumpe und machen hier oben das. Und jetzt kommt Wasser raus. Ihr seht das.
Ja, ihr seht das, ich habe es falsch gemacht. Also man muss die Pumpe starten und erst wenn hier Wasser rauskommt, jetzt tun wir doch mal was, also ihr seht das, kontinuierlich kommt hier Wasser raus. Das wäre dann auch das Programm zum Zurückspülen. Jetzt muss ich aber mal schauen, ich mache das so lange, bis hier die Luft weg ist, denke ich mal, oder? Nö, die haben ja nur geschrieben, tatsächlich so lange, bis hier Wasser rauskommt. Ich denke, das reicht. Und jetzt schalten wir auf den Betrieb und da bin ich mal gespannt. Und tatsächlich haben wir ja hier die einzelnen Funktionen und filtern, diese Position wird zum Filtern des Poolwassers verwendet. Das heißt, wir gehen mal hier vor und gehen hier auf Filtern und jetzt schauen wir mal vorne, was passiert. So Freunde, ihr seht das. Ja. Hier wird jetzt noch ein bisschen Luft mit rausgepumpt, so wie ich das sehe. Also die haben noch so ein paar Luftschwaden da drin, aber ihr seht das jetzt schon an der Leistung. Ja. Schaut euch das an. Also das ist kein Vergleich zu dem, was vorher kam. Aber ich muss jetzt tatsächlich noch mal entlüften, weil hier ist noch ein bisschen Luft drin. Ja, Freunde, genau richtig. Der Regen setzt ein und während dem Betrieb wird hier ein Pumpendruck von unter 0,25 empfohlen. Wir sind jetzt noch nicht mal bei 0,2. Das heißt, alles in Ordnung. Warum hier noch ein bisschen Luftfluss durchgeht, das weiß ich nicht. Das werde ich die nächste Zeit prüfen. In jedem Fall hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und dass ihr ein paar nützliche Infos bekommen habt. Und ja, dann klickt vielleicht mal in der Ecke auf das Video zum Bestway Steel Pro. Da habe ich den Aufbau gezeigt. Ansonsten freue ich mich bis zum nächsten Mal und tschüss.